Das Thema heute sind Religionsstifter, Buddha, Laozi, Konfuzius, Mohammed. Die sind alle tot. Und in die Namensliste gibt es nun viele, die würden sagen, da gehört auch der Name Jesus Christus hinein. Aber ich sage dir, Jesus macht frei von Religion. Es gibt eine Übereinstimmung, die Jesus mit den genannten und allen anderen Religionsstiftern hat. Jesus ist, wie alle anderen Religionsstifter auch, gestorben. Aber er ist von den Toten auferstanden. Das ist aber nicht das Entscheidende. Jesus ist nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Lazarus ist auferstanden. Und dann gab es da einen jungen Mann vor 2000 Jahren. Die Bibel berichtet davon, das Neue Testament, die Evangelien, der auch von den Toten auferstanden ist. Das ist nicht der Punkt. Es gibt auch heute Leute, die sind klinisch tot und werden wieder wach. Jesus war, bevor etwas war. Bevor etwas war, bevor Gott Schöpfung schuf, zeugte er in sich seinen Sohn Jesus Christus. Und aus dieser Liebeseinheit heraus, aus dieser geistlichen Einheit heraus, entstand der Entschluss, eine Schöpfung zu schaffen, was dann auch geschah. Durch Jesus Christus wurde die Schöpfung, wurde die Welt, wurden die Welten, die Himmel und die Erde geschaffen. Und alles, was als Religionen auftaucht, ist dem weit nachgeordnet. Religionen sind ein Phänomen der Zeit, aber Jesus ist älter als die Zeit. Jesus war, bevor etwas war. Religionen sind zumeist vom Teufel inspiriert. Da werden Menschen gefangen gehalten in Ketten. Die werfen sich nieder vor Kultbildern, vor Knochenresten irgendwelcher Religionsstifter oder anderer Gestalten. Das will Gott alles nicht. Jesus macht frei. Wenn du einer Religion anhängst, dann lass dich frei machen. Wende dich Jesus Christus, dem Lebendigen, zu. Jesus lebt und Jesus macht frei. Der freie Wille ist dazu da, das Gute zu tun. Der freie Wille ist nicht dazu da, das Falsche, das Schlechte, das Böse zu tun. Wie aber tut man das Gute? Das geht nur, indem man das Gute vom Bösen unterscheidet. Und das geht letztendlich nur durch Gottes Geist, weil unser menschlicher Horizont ist sehr beschränkt. Du brauchst den Geist Gottes, um von deiner Gabe der freien Willensentscheidung den richtigen Gebrauch zu machen, nämlich gut zu handeln, das Gute zu wirken. Ohne den Geist Gottes geht das letztendlich nicht. Den Geist Gottes erhältst du, wenn du Jesus Christus in einer freien Entscheidung als deinen Herrn und Retter annimmst. Denn dazu wurde Jesus Mensch. Er ging freiwillig ans Kreuz für dich. Er wurde Mensch, um für dich ans Kreuz zu gehen und dich frei zu machen von der Sünde. Und wenn du das für dich annimmst, dann wird die Sünde getilgt. Und dort, wo die Sünde war, kehrt ein der Heilige Geist. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann ist Jesus Christus durch den Heiligen Geist in dir dein Führer, dein Lehrer, dein Retter, durch die Zeit hindurch, in die Ewigkeit, in das Paradies. Und Jesus macht frei von religiösen Bindungen. Buddha ist tot, Laozi ist tot, Konfuzius ist tot und auch Mohammed ist tot. Es gibt ein
Grab in Medina, man hat eine Moschee darüber gebaut und nicht wenige Muslime pilgern dahin und meinen, das hätte irgendeinen Wert, das würde vielleicht Gott gefallen, aber das gefällt Gott nicht, das ist völlig überflüssig. Lass das sein. Jesus hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber werde lebendig. Nimm den Herrn Jesus als deinen Herrn und Retter an. Dadurch wirst du lebendig, geistlich lebendig in die Ewigkeit. Jesus wird die Sünde von dir nehmen und dir den Heiligen Geist schenken. Und das ist seine Führung durch die Zeit. Und dann hörst du auf mit Religion. Du bekommst in dir ein Zeugnis, diese ganzen Riten und Zwangsmaßnahmen zu lassen. Die brauchst du nicht. Was du brauchst, ist Gehorsam gegen Gott. Und das geht, indem du auf die leise Stimme des Heiligen Geistes hörst, die du in dich bekommst, wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Retter aus freien Stücken bedingungslos einfach so annimmst. Das ist alles, das ist der Weg. Wenn du Zweifel hast, wende dich Jesus zu und frage ihn. Jesus lebt. Du kannst ihn fragen und er wird dir antworten. Jesus ist für dich gestorben. Da wird er dir auch antworten. Auf Jesus ist Verlass. Jesus ist die Wahrheit. Er hat selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Von ihm erhältst du Weisung, die dir weiterhilft. Jesus liebt dich. Er wird dir weiterhelfen. Er wird dir eine Antwort geben. Wende dich an ihn. Wenn du nicht an ihn glaubst, sag zu ihm, ich glaube nicht an dich, aber wenn es dich gibt, was soll ich ändern, was soll ich tun, so ungefähr. Das wird dich weiterbringen. Das ist ein kleiner Glaubensschritt. Und dieser scheinbar kleine Glaubensschritt ist sehr wertvoll. Das ist sehr viel, wenn du das tust. Gottes Segen. Es wird mich freuen, dich zu sehen am Ende der Zeit zur Rechten Gottes, wo sich die Kinder Gottes versammeln. Und von wo wir dann eingehen in das Paradies. Gottes Segen, alles Gute. Amen.